Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Selbstverwaltung, das Thema hatten wir schon mal und wir haben Peter Frühwald auch schon mal da gehabt von der Arbeitsgemeinschaft staatlicher Selbstverwaltungen. Und für die Zuschauer, die das Thema noch nicht kennen, zur Einführung, Peter, noch mal kurz, warum Selbstverwaltung, was ist das? Ja, das Problem ist, dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg eine Situation haben. Am 8. Mai 1945 hat die deutsche Wehrmacht kapituliert. Am 23. Mai 1945 wurde die letzte deutsche Regierung unter Großadmiral Dönitz verhaftet. Wir haben dann den Kalten Krieg gehabt. Die Alliierten haben sich zerstritten. 1990 haben sie sich wieder versöhnt. Und wir haben jetzt quasi ein Postliminium damals gehabt, 1990. Das musst du erklären. Ein Postliminium ist ein kommt aus dem alten römischen Recht und bedeutet, ich habe eine bestimmte rechtliche Möglichkeit, aber ich trete hinter sie zurück. Das heißt, die Alliierten haben darauf verzichtet, ihre besatzungsrechtlichen Strukturen weiterhin zur Anwendung zu bringen, haben Deutschland in die Freiheit entlassen, haben aber dennoch keinen Friedensvertrag gemacht, sondern haben die Verwaltung neu organisiert. Wir haben die Problematik, dass alles, was seit dem Zweiten Weltkrieg durch die Alliierten gemacht worden ist, durch die Haager Landkriegsordnung organisiert worden ist. Die Haager Landkriegsordnung ist ein Vertrag, der regelt den Zustand zwischen Krieg und Frieden. Frieden haben wir bis heute nicht, hat selbst Herr Schäuble im November. Dass wir auch keine Souveränität haben seit 48. Seit 8. Mai 1945 Wolfgang Schäuble auf dem Bankenkongress allerdings nur vor Bankmanagern mitgebracht. Ja, gut, aber es ist keine Verschwörungstheorie mehr, sondern unsere Politiker wissen das. Ne? Sind Realität und Fakten. Und die Situation im 1990 war dann, die Haager Landkriegsordnung regelt das Ganze. Also wie gesagt, 48 Haager Landkriegsordnung bedeutet, die Verwaltung wird über die Alliierten und durch die Alliierten organisiert. Rechtsgrundlage ist der 43 Haager Landkriegsordnung. Ein Besatzer hat das Land so zu organisieren, dass die öffentliche Ordnung aufrechterhalten wird. 1990 jetzt hat man die schöne Beflaggung, die man vor dem ehemaligen Kammergerichtsgebäude in Berlin hat, in die Botschaften verlagert, Postliminium, man hat Deutschland in die Freiheit entlassen, hat aber die Verwaltung weiterhin besetzt über die Fortschreibung des Überleitungsvertrages für Berlin. Dort hat man in den Artikel 3 hineingeschrieben, dass Besatzungsrecht aus dem Jahr 1955 weiterhin zur Anwendung kommt, aber nur für die Verwaltung. Wir haben das auch noch nachgefragt beim Bundesjustizministerium. Und man hat uns dort schriftlich bestätigt, dass dem so ist und dass an der Stelle eben Besatzungsrecht weiterhin Gültigkeit hat. Nun gab es im Jahre 2002 eine UN-Resolution, die UN-Resolution 5683, und dort heißt es, beim Ausfall staatlicher Stellen ist die Handlung einer Person oder Personengruppe so zu sehen wie die Handlung eines Staates im Sinne des Völkerrechts. Und auf diese UN-Resolution gestützt haben wir uns im Jahre 2010 aufgemacht und haben uns in die Freiheit entlassen, haben gegenüber den 5 Alliierten, 5 deshalb, 4 plus China, weil Frankreich eigentlich keine Besatzungsmacht ist, sondern China. Und die Chinesen haben dieses Recht an die Franzosen in Europa abgetreten. Und deshalb ist Frankreich Besatzungsmacht und die Chinesen unter Mao Zedong hatten kein Geld, um in Europa sich entsprechend damals zu platzieren. Und deshalb haben die Franzosen dieses Recht bekommen, weil die beim Bürgerkrieg die Rotchinesen unterstützt haben und eine 1000 Kilometer lange Straße durch Birma mitfinanziert und organisiert haben. Das ist also der Hintergrund, warum die Franzosen Besatzungsrecht bekommen haben in Europa. Fakt ist auf jeden Fall, die 4 Besatzungsmächte haben jetzt dann quasi alles umorganisiert, haben das in die Verwaltungen nach hinten gezogen und bei uns im normalen Leben merkt man es eigentlich nicht. Und diese UN-Resolution gibt uns die Möglichkeit, jetzt uns gegenüber den Besatzungsmächten in die Freiheit zu bringen. Weil die BRD eben keine staatliche, sondern eine Verwaltung ist. Vorsicht, die Bundesrepublik Deutschland, denn die BRD ist am 18. Juli 1990 untergegangen. Seitdem haben wir eine Treuhandverwaltung Bundesrepublik in Deutschland oder Bundesrepublik nicht Deutschland. Weil die nur verwaltet. Und man merkt es auch immer mehr an was früher Amt war. Arbeitsamt ist jetzt eine Agentur und genau. Die Post hat Agenturen und was weiß ich. Die Hauptproblematik ist, dass die Alliierten am 29. November 2007
mehr oder weniger der Verwaltung alles Staatsrechtliche, was noch da war, entzogen haben. Also man muss wissen, 1982 ist die Staatshaftung aufgehoben worden. Ein Nichtstaat kann auch keine Staatshaftung haben. Was bedeutet, jeder Beamte und jeder Angestellte nach 839 BGB bzw. 823 BGB ist in einer persönlichen Haftung nach dem Völkerstrafgesetzbuch bis in die dritte Generation nach ihm. Also man muss hier aufpassen, wenn man einen Richter zum Opa hat und man erbt, muss man natürlich aufpassen, dass der sauber gearbeitet hat. Oh. Wenn er gegen Völkerrecht verstoßen hat, wäre man... Ja, bis ins dritte Glied sozusagen. Bis ins dritte Glied sozusagen. Ja. Und dann ist es eben so, dass eben die Alliierten, also dass quasi die Alliierten durch dieses UN-Recht gezwungen sind, eigentlich das weiter zu verfolgen. 839 BGB, 823 BGB, Staatshaftung aufgehoben. Wir haben dann die Problematik, dass die Bundesrepublik kein Staat in der UNO auch ist. Wir sind also in der UN angemeldet als Nichtregierungsorganisation. Die Bundesrepublik ist als eine NGO, kann auch jeder nachlesen. Ja. Wir haben das alles recherchiert. Und die Situation ist eben ganz einfach, dass seit dem Jahr 2007 jetzt nichts mehr gilt. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Alliierten 1949 der DDR und der BRD, die es damals gab, Gesetze vom Deutschen Reich, / Deutschland ausgeliehen haben. Gerichtsverfassungsgesetz, allerdings ohne den Artikel 15, Staatsgerichte, die wurden gestrichen. Man hat ausgeliehen die Zivilprozessordnung, die Strafprozessordnung, um nur einige wichtige zu nennen, und natürlich das bürgerliche Gesetzbuch. Und nachdem im Jahr 2007 zwei Ereignisse ausgelöst hatten, dass die Alliierten in die Haftung geraten wären, weil sie haben ja 1990 gesagt, Deutschland ist frei, haben aber die Verwaltung weiterhin besetzt gehalten. Und nun hat ein Deutsch-Türke namens Selim Sömele einen Prozess geführt, hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte diesen Prozess nach 6 Jahren gewonnen. 2000 hat er geklagt, 2006 hat er gewonnen. Mhm. Und dort wurden ihm 10.000 Euro Schadenersatz zugesprochen wegen des langen Prozesses, 18 Jahre, den die Bundesrepublik ohne Abschluss gebraucht hat. Und man hat festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland erhebliche rechtliche Aufbaumängel hat. Deswegen sind die 10.000 auch noch nicht ausgezahlt. Die sind auch noch nicht ausgezahlt, weil das Problem ist, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kann zwar etwas feststellen, aber er kann es justiziabel nicht weiterverfolgen. Das könnte der Strafgerichtshof besser. Ja, und da ist man eben dann dazu übergegangen, hat gesagt, 2006 ist dieses Urteil gefällt worden. 2005 ist ein Zusatzprotokoll der Haager Landkriegsordnung, das die Besatzungszeit auf 60 Jahre festlegt, ausgelaufen, am 22. Mai 2005. Und durch diese beiden Ereignisse haben die Alliierten gesagt, jetzt müssen wir was tun, weil wir haben dem Deutschen Reich entliehen, nach Artikel 43 Haager Landkriegsordnung, die 250 Gesetze, die der Bundesrepublik und der DDR damals zugeführt worden sind. Mhm. Und wenn wir die jetzt denen nicht wegnehmen, kann jeder, der in der Bundesrepublik einen Prozess verliert, auf dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gestützt, eine Klage in USA, in Russland, in Paris, in London, wo auch immer, einreichen und würde diesen Prozess automatisch gewinnen, weil ja die Rechtsgrundlage bereits festgestellt ist. Und dann wären die Alliierten sozusagen in Haftung. Und dann wäre der Steuerzahler der Alliierten in Haftung. Und ob das dem Steuerzahler dazu gefallen hätte, war natürlich eine andere Geschichte. Aber dann haben die Alliierten gesagt, wir nehmen unsere Treuhandverwaltung Bundesrepublik alles weg, was noch rechtlich ist, haben im Jahr 2007 am 29.11. der Bundesrepublik die 250 Gesetze weggenommen, haben gleichzeitig das Grundgesetz bis auf die drei Artikel 73, 74 und 75 aufgehoben. Also Bereinigungsgesetze kamen dann ja. Ne? Genau, das waren ja die Bereinigungsgesetze. Ja. Und man hat der Treuhandverwaltung Bundesrepublik auch entzogen, dass sie Gesetze und Verordnungen machen dürfen. Und drum haben die auch alles umbenannt, wie du es gerade gesagt hast, in Firmen. Der Bundestag beispielsweise ist eine Firma, wer aufs Impressum schaut, kann feststellen, ja, dass also dort steht Bundestagspräsident Norbert Lammert, bis letztes Jahr Mai stand dort Geschäftsführer Norbert Lammert und drunter steht Umsatzsteueridentifikationsnummer. Also was und, Unternehmen normalerweise. Und die haben nur Unternehmen und Firmen. Ja. Ja, und das Problem, was wir auch haben, ist, wir haben keine einzige Kommune in Deutschland, die ihre Körperschaftsrechte besitzt, weil der ganze Staat körperschaftlich handlungsunfähig gestellt ist seit dem 23. Mai 1945. Und nur ein Staat kann Körperschaftsrechte generieren, ein Nichtstaat natürlich nicht. Und da wir eine Verwaltung nur haben, ist zum Beispiel
die Stadt, wo ich im Moment wohne, in Leipzig, die eigentliche Stadt Leipzig schläft mit den Körperschaftsrechten und die künstliche Stadt Leipzig, die ist durch die Verwaltung der Alliierten unangetastet, weil die musste man so lassen, weil im Artikel 56 drin steht, kommunale Strukturen dürfen nicht verändert werden. Und deshalb, und auch Privateigentum darf nicht einfach verändert oder genommen werden. Das ist geschützt durch diesen völkerrechtlichen Vertrag. Und da hat man dann eben festgelegt, dass der erste Geschäftsführer der Alliierten dann künstlich eingesetzt war. Und heute wählen wir halt unsere Bürgermeister oder Oberbürgermeister, wie die neudeutsch heißen, die Geschäftsführer, eben selber. Aber es ist immer eine verwaltete Organisationseinheit der Alliierten bis zu dem Tag, an dem ein Friedensvertrag geschlossen wird. Und der Alexei Fenenko, der Sicherheitsberater des russischen Präsidenten, hat am 4. Oktober 2010 zum 20-jährigen Jubiläum des Vereinigten Wirtschaftsgebietes auf RIA Novosti, das ist die größte russische Nachrichtenagentur, die auch in Deutsch sendet und simultan übersetzt. Dort hat er ein Interview gegeben, 9 Minuten lang. Wir haben das auch veröffentlicht und nochmal offenkundig gemacht. Und dort hat er ganz klar gesagt, die Deutschen können ja jederzeit einen Friedensvertrag haben. Aber bis dorthin müssen wir eben auf deutschem Gebiet Truppen stationiert lassen, Atomwaffen stationiert lassen und die Deutschen kontrollieren. Und das ist eben ganz interessant. Er sprach auch immer nur von Deutschland und von der Regierung Merkel oder von Berlin. Er sprach nie von der Bundesrepublik. Merkel ist ja im Grunde früher auch mal IM Erika gewesen und der Gauck, den wir jetzt haben, ist IM Lave, also informelle Mitarbeiter der Stasi beide gewesen. Die sind jetzt bei uns quasi an der Spitze der BRD-Regierung. Bei der Bundesrepublik Deutschland ist das so, dass die an der Spitze der Regierung sind, an der Spitze der Treuhandverwaltung. Und ja, man kann jetzt ein bisschen was sich zusammenzählen und wenn man in die Geschichte hineinschaut, wir haben sogar bei uns Selbstverwaltete, die uns bekannt sind, die mitgewirkt haben bereits im Jahr 1987, 88, wo das Vereinigte Wirtschaftsgebiet vorbereitet organisiert worden ist. Da war noch kein Mensch, 1989 war ja der große Gang auf die Straße, aber zu dem Zeitpunkt, wo bereits die Russen und die Amerikaner sich wieder lieb hatten, haben die bereits die Wiedervereinigung organisiert. Das ist also das war also vorbereitet, es war keine Bewegung aus dem Volk, so wie es uns heute immer wieder verkauft wurde, also die friedlichste Revolution der Geschichte sozusagen war auch abgesprochen. War eine abgesprochen organisierte der Alliierten und wie gesagt, wir haben also offenkundige Beamte und Menschen, die dort mitgewirkt haben von beiden Seiten, die bei uns mittlerweile in der Selbstverwaltung gelandet sind, weil die natürlich wissen, dass das hier alles eine Show ist, aber kein Staat, sondern eine Staatssimulation. Wie im Übrigen auch der Linkspartei-Vize Ulrich Maurer während des Wahlkampfes in Baden-Württemberg einem interaktiven Internetradiosender auch Rede und Antwort gestanden hat und hat gesagt, wir sind so ähnlich wie ein Staat organisiert, aber ein Staat wie Frankreich sind wir nicht in dem Interview. Also die wissen es auch. Wissen es auch. Gabriel hat gesagt am 27. März 2010 auf dem SPD-Parteitag in Dortmund, Frau Merkel ist keine Bundeskanzlerin, Frau Merkel ist die Geschäftsführerin der größten Nichtregierungsorganisation auf deutschem Boden. Da haben die Leute noch gelacht, aber im Grunde hat er die Wahrheit gesagt. Ja, die Wahrheit gesprochen da, genau. Was nützt es uns jetzt? Also Selbstverwaltung, du hast gesagt, wie viele gibt es da inzwischen von? Ja, also nach der Zahl, die wir wissen von der Polizei selber, 400.000, weil wohl jeder, der bei Frau Merkel aufläuft, dort organisiert auch den Verfassungsschutz, der zwar keine Verfassung zum Schützen hat, aber immerhin natürlich die Leute weiter beobachtet und begutachtet. Der Polizei und dem BND werden diese Zahlen weitergemeldet. Und diese Zahlen hat eben der sächsische Vorsitzende der Polizeigewerkschaft vom Kreisverband Dresden, einem Unternehmer, der bei uns Mitglied ist, eben mitgeteilt. Das ist ja schon eine ganze Menge, 400.000. Ja, ne, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass immer mehr natürlich unsere Arbeit sehen, dass natürlich auch immer mehr auch an die Öffentlichkeit kommt, trotz Pressezensur der offiziellen Mainstream-Medien. Gegen die wir ja miteinander hier interviewmäßig ankämpfen. Ankämpfen nicht, um den Leuten zu helfen in der Bundesrepublik, sondern um allen zu helfen, die der Wahrheit verpflichtet sind. Wir wollen ja auch die Wahrheit entsprechend ans Tageslicht bringen. Es kann einfach nicht sein, dass nach 67 Jahren Besatzungszeit
wir immer noch keinen Friedensvertrag haben. Im Übrigen die Japaner auch noch nicht mit den Russen. Da gibt es im Moment Techtelmechtel wegen der Kurileninseln. Ja, hat aber die bundesdeutsche Presse nicht berichtet. Nein, das hört man nicht. Aber RIA Novosti hat berichtet, die Chinesen haben berichtet und die Iraner in deutscher Sprache haben berichtet über diese Techtelmechtel-Kämpfe im Hintergrund um die Kurileninseln. Aber die Japaner und die Deutschen haben noch keinen Friedensvertrag. Und die Problematik ist, wir sind weder rechts, noch sind wir links, noch sind wir irgendwie sektoral angehaucht, sondern wir haben lediglich festgestellt, dass unser Staat, unser wirklicher Staat, abhanden gekommen ist und im Moment handlungsunfähig gestellt am Boden ruht und eine nicht vorhandene Staatsstruktur uns vorgegaukelt wird, ohne dass, oder können Sie, liebe Zuseher, sich erinnern, dass wir 1990 über eine Verfassung abgestimmt haben, die irgendeinen verantwortlich gemacht hat. Wir haben das Problem, wir haben nur Unverantwortliche. Unverantwortliche Bundeskanzlerin, unverantwortliche Richter, unverantwortliche Bedienstete, unverantwortliche Polizisten, die alle ohne verfassungsmäßigen Grundsatz in dieser Treuhandverwaltung entsprechend regieren oder eben die Leute organisieren. Teilweise auch drangsalieren, ne? Natürlich. Vom Finanzamt manchmal dann. Ja, Finanzamt ist wieder so ein Stichwort, weil die Finanzproblematik haben wir ja auch. Die Bundesrepublik Treuhandverwaltung stützt sich in ihrem Verwaltungssein auf eine Steuer, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Der eigentliche Staat kennt 10% Einkommensteuer, in der Weimarer Verfassung so verankert. Im Grundgesetz steht überhaupt nichts von Steuern und man stützt sich auf Steuergesetze, die aus der Zeit der Nationalsozialisten kommen, die eigentlich aber nie verboten werden, aber nie durch die Potsdamer Konferenz aufgehoben worden sind, aber durch das Restitutionsgericht der Franzosen im Jahr 1947 wurde alles aufgehoben, was nach dem 21.03.1933 gemacht worden ist. Und deshalb ist die Justizbeitreibungsordnung und das Einkommensteuerrecht aus den Jahren 34 und 35 schwebend nichtig, also nicht vorhanden. Und deshalb erklären die Leute hier selber ihre Steuer an die Staatssimulation. Freiwillig. Freiwillig. Sonst hilft der Werkschutz nach oder die Polizei. Aber meine Damen und Herren, die Polizei und die Verfassungsschützer brauchen wir natürlich auch in einem zukünftigen Rechtsstaat. Niemand hat etwas gegen Polizisten, gegen Verfassungsschutz, gegen BND. Ja. Das sind wichtige Funktionselemente, die man auch nicht nur in einer Staatssimulation, die braucht man auch in einem wirklichen Rechtsstaat, klar, den wir hier haben. Wir wollen uns ja auch an Recht und Ordnung halten, genau, aber eben nicht an Willkür. Und wenn teilweise ganz eben genau so Menschen drangsaliert werden, Haus und Hof verschwindet oder Menschen in der Psychiatrie landen, das ist ja alles in diesem BRD-System, kommt es ja ständig vor. Am 22. und 23. Mai hat ein großer Presse- und Medienkongress stattgefunden bei der Robert-Bosch-Stiftung. Dort ist immer ein Austausch zwischen den chinesischen Medienvertretern und den deutschen Medienvertretern. Und dort hat der Vizechef der Chinesen, der gleichzeitig der oberste Pressechef ist, moniert, dies über 70.000 Menschenrechtsverletzungen der deutschen Bundesregierung, ja, gegen Verstoß gegen das Völkerrecht, und hat die offenkundig gemacht, natürlich hinter verschlossenen Türen bei der Robert-Bosch-Stiftung. Aber die eigenen Medienleute haben hinter verschlossenen Türen auch die ein oder anderen Zustimmungen signalisiert. Aber bei uns tut man immer so, dass in China immer die Menschenrechte verletzt werden, aber hier wir natürlich einwandfrei dastehen. Also es ist eine Farce. Okay, jetzt stellen sich Leute unter Selbstverwaltung. Was bedeutet das im Alltag? Ist das nicht dann auch immer wieder, dass man sich anlegen muss mit den Behörden? Also wenn man sagt, im Grunde zahlt man seine Steuern freiwillig, wenn man es nicht macht, kommt der Betriebsschutz oder Sicherheitsdienst der BRD. Bundesrepublik. Legt man sich dann immer wieder auch an oder gibt es da schon Erfolge, wo man sagen kann, also da haben wir schon etwas in der Hand, wo wir sagen können, wenn wir das denen vorlegen, dann lassen sie uns in Ruhe? Also wir haben mittlerweile 7 Aktenzeichen beim Internationalen Strafgerichtshof, das ist der aktuelle Stand. Wir haben ein Aktenzeichen gegen die Zollverwaltung in Düsseldorf. Wir haben ein Aktenzeichen gegen die Betriebskrankenkasse Gesundheit in Frankfurt. Wir haben ein Aktenzeichen gegen die gesamte Finanzverwaltung des Finanzamtes in Ansbach bei Nürnberg. Wir haben ein Aktenzeichen gegen die Richterin der Finanzverwaltung, die Gerichtsvollzieher einteilt, und gegen einen Gerichtsvollzieher. Wir haben ein Aktenzeichen gegen die gesamte Justiz in Deutschland. Wir haben ein Aktenzeichen gegen die Justizministerin des künstlichen Landes Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben ein Aktenzeichen, das gegen die GEZ,
gegen die Handwerkskammer, gegen die Bauberufsgenossenschaft und die Leiterin und stellvertretende Leiterin der Finanzverwaltung in Herschbruck bei Nürnberg ergangen ist. Jetzt muss man kurz erklären, der Internationale Strafgerichtshof arbeitet strikt nach Völkerrecht, nach dem Statute of Rome. Das Statute of Rome ist die UN-Resolution, die den Strafgerichtshof trägt. Und dort ist es so geregelt, dass automatisch der Chefankläger, wenn eine Strafanzeige und Klage eingeht, den Vorgang rechtlich prüft, ob gegen Völkerrecht, Menschenrechte und gegen wirklich deutsches Recht verstoßen worden ist. Wenn das der Fall ist, geht der Chefankläger her, legt das Ganze einer Vorverfahrenskammer vor, die prüft diesen Vorgang nochmal rechtlich ab und dann wird ein Ermittlungsaktenzeichen erlassen, wenn einer der Straftatspunkte 6 bis 8 des Statuts of Rome entsprechend vorhanden ist. Da können also so Sachen wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, Kindesentziehung oder Entführung oder Plünderung in einem besetzten Gebiet. Wir haben ja hier immer noch Kriegszustand. Ja. Und nach Artikel 47 der Haager Landkriegsordnung sind Plünderungen im Besatzungsgebiet verboten. Und das stellt natürlich, wenn ein nicht erklärtes Finanzamt einem, der seine Steuern nicht erklären will, plötzlich nachstellt und dann plötzlich Steuern eintreiben will, dann ist das natürlich ein Straftatsbestand nach Völkerrecht, weil eine Rechtsgrundlage nicht vorhanden ist. Und jeder, der in Deutschland sich mit dem Recht beschäftigt, wird feststellen, dass im Artikel 25 des Grundgesetzes als auch im Artikel 4 der völkerrechtlich gültigen Weimarer Verfassung drin steht, dass Völkerrecht Vorrang hat vor dem deutschen Recht und somit das alles entsprechend auch aufhebt, was hier illegal vorhanden ist, weil höherrangiges Recht bricht niedriges oder niederrangiges Recht. Und das Gleiche haben wir auch noch. Es gibt einen Pakt für die bürgerlichen und politischen Rechte, einen Völkerrechtspakt, der wurde im Bundesgesetzblatt 1973 veröffentlicht. Und dort ist auch ganz klar, dass zum Beispiel jeder sich selber vor Gericht vertreten kann. Also die Betreuungsanstalten, die uns hier vorgegaukelt waren über die Rechtsanwaltskammer und über den Artikel 78, über den Paragraph 78 der Zivilprozessordnung, der ja juristisch seit 29.11.2007 aufgehoben ist, aber firmenrechtlich weiter angewandt wird in der Bundesrepublik, der ist natürlich an der Stelle völlig gegen Völkerrecht verstoßen, weil dort drin steht im Artikel 14 Absatz 3 Ziffer D, dass ich in einem Strafrechtsverfahren mich selber verteidigen kann oder einen mündigen Bürger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und mein Vertrauen genießt, entsprechend beauftragen kann. Interessant. Genauso steht im Artikel 16 drin, dass ich zivilprozessmäßig ein freier Mensch bin und deshalb kann ich mich auch vor jedem Gericht frei vertreten, wenn ich das möchte. Das kann die Bundesrepublik gar nicht einschränken, weil das höherrangiges Völkerrecht ist. Aber muss ich eigentlich noch vor Gericht erscheinen? Ist das denn noch ein ordentliches Gericht, wenn die Richter schon gar nicht mehr unterschreiben ihre Urteile? Die Richter unterschreiben ihre Urteile nicht, weil sie persönlich in der Haftung sind. Es ist eben Handelsrecht, Admiralty Law nennt man das. Man muss also so erklären, es gibt grundsätzlich erstmal das Völkerrecht. Unterhalb des Völkerrechts gibt es dann Landrecht und Seerecht. Und Seerecht gilt immer, wenn ich mit dem Kapitän einen Vertrag abgeschlossen habe. Und wenn ich jetzt einen Gerichtssaal betrete, betrete ich seit 2007 einen Gerichtssaal außerhalb der 12-Meilen-Zone und der Kapitän, der vorne sitzt, der Richter, der hat immer Recht. Also ich unterwerfe mich quasi freiwillig, indem ich zum Gericht gehe, diesem Urteilsspruch des Kapitäns. Genau so ist es. Und deshalb muss ich an der Stelle eben sagen, wenn ich jetzt Selbstverwaltung bin, habe ich ja keinen handelsrechtlichen Vertrag mit dem System oder mit dieser Struktur geschlossen. Ich bin exterritorial zu dem System. Und deshalb ist auch das Gericht für mich gar nicht zuständig. Die versuchen das vielleicht. Ja, aber man hat nie einen Vertrag abgeschlossen. Das ist so wie im Bazar. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Das muss man denen nur deutlich sagen. Genau, lasst mich in Ruhe. Ja. Ich habe gar keinen Vertrag mit euch. Richtig. Und das muss man vorher erklären, bevor dieser Kapitän oder Richter, wie er sich nennt, diese selbsternannten Struktur, das Verfahren eröffnet. Wenn der sagt, nehmen Sie Platz und ich nehme Platz, habe ich natürlich das Problem, ich habe einen handelsrechtlichen Vertrag abgeschlossen, denn nach Seerecht gelten Verträge auch. Der eine will anheuern, der Kapitän sagt, ja, darfst du. Ich gehe auf sein Schiff und damit unterwerfe ich mich außerhalb der 12-Meilen-Zone dem Recht des Kapitäns. Bin ich also der Willkür ausgesetzt zu sagen. Es gab ja neulich einen Fall, da hat jemand also den Gerichtssaal gar nicht betreten hat, aus der Tür sozusagen den Richter aufgefordert, können Sie sich bitte mal legitimieren. Es hat ein bisschen gedauert und dann ist der Richter sozusagen mit rotem Kopf rausgegangen und verschwunden und die Staatsanwältin auch noch irgendwie. Richtig, ja, es war wohl in Ribnitz-Damgarten gewesen, der Prozess, und dort ist in der Tat ist so gewesen. Wir haben einen zweiten Fall in Zwickau.
Dort haben wir dann auch noch eine Schulung im Gerichtsgebäude gemacht. Ja, es ist ein öffentliches Gebäude. Ja. So. Und dieses öffentliche Gebäude gehört dem Volk. Ja. Ja. Und dieses Gebäude muss man natürlich an der Stelle dann auch nutzen. Ja. Und wenn man schon zweckentfremdet eingeladen wird zu einem handelsrechtlichen Prozess, der keiner ist eigentlich, nach juristischen, staatsrechtlichen Formen, dann muss man an der Stelle natürlich auch den Leuten dann erklären, die im Gerichtssaal beigewohnt haben, warum wir den Saal verlassen haben, nachdem wir erklärt hatten, dass eben die Frau Birgit Faschekas in dem Fall keinen handelsrechtlichen Vertrag mit dem Gericht in Zwickau hat. Und daraufhin haben wir dann den Gerichtssaal verlassen. Der Richter hat dann mit sich selbst getagt und hat noch einige Zuschauer in den Reihen gehabt, die da ein bisschen was hören wollten. Die Presse hat dann am nächsten Tag auch tituliert, dass das Ganze Wellen schlägt bis Den Haag, weil hier bereits ein Strafverfahren angestrengt ist beim Internationalen Strafgerichtshof, bei dem wir als Arbeitsgemeinschaft seit dem 15. Dezember eine eigene Abteilung haben. Das heißt also, jeder sollte sich immer auf die laufenden Aktenzeichen beziehen, weil das Recht muss ja nicht neu erfunden werden, weil die Fälle alle gleich sind oder gleich geartet. Und dann ist das Ganze schneller und beschleunigt im Verfahren, wenn das Ganze überprüft wird. Im Übrigen haben uns die Richter in Den Haag und die dort Rechtskundigen auch den Hinweis gegeben, geben Sie bitte das an alle in Deutschland weiter. Jeder, der nicht Selbstverwaltung erklärt hat, möge trotzdem, wenn er willkürlich behandelt worden ist, das Ganze trotzdem nach Den Haag faxen, weil nach dem UN-Statut kann auch der Strafgerichtshof von sich aus tätig werden. Aha. Artikel 13 des Statuts of Rome lässt das zu. Also sozusagen Offizialdelikt, wenn gegen die Menschenrechte bei uns verstoßen wird. Ja, hat man ja gemacht, als man aufgefordert hat, dass gegen Herrn Gaddafi ein Haftbefehl erstellt werden soll, weil er gegen irgendwelche Rechte völkerrechtlicher Art verstoßen hat. Hat das Gericht das von sich aus geprüft und ist zu der Erkenntnis gekommen, dem wird stattgegeben. Und das kann natürlich genauso hier passieren, wenn Willkürmaßnahmen, wir haben jetzt einige Fälle von Kindesentzug, illegal, ja. Und da sind wir jetzt dabei, gerade in einem Fall in Rastatt internationale Haftbefehle zu beantragen. Ja, weil das ist natürlich eine ganz üble Sache, wenn Eltern ihre Kinder weggenommen kriegen. Und das passiert ja auch ständig. Man hat dann beim Jugendamt im Grunde, gibt es keine Kontrollinstanz in der Bundesrepublik. Ja. Das heißt, man muss sich dann schon wehren mit diesen Rechten. Also sehr wertvoll. Gibt es dann auf eurer Seite im Internet, kann man da Muster schreiben dann oder kriegt man da Beistand oder wie ist das organisiert? Also wir haben verschiedene Seiten, ja. Wir haben einmal die Seite www.staatliche-selbstverwaltungen.de. Ja. Das ist die Seite der Arbeitsgemeinschaft. Dann habe ich eine Aufklärungsseite selbstverwaltung-deutschland.de. Wir haben auch einige Dokumente ins Netz gestellt bei frühwald.selbstverwaltung-deutschland.de und wir betreiben seit 21. Juni einen Presse- und Aufklärungsblog. Und dort haben wir jetzt auch noch einen Dokumentationsblock dazugenommen, wo wir spezielle bundesrepublikanisch wichtige Dinge dann einstellen, damit die immer verfügbar sind. Mhm. Und so haben wir also quasi dann eine Information, die eben dann auch über internationale Geschichten informiert, sodass also jeder sich sachkundig machen kann. Und wenn er Fragen hat, kann er natürlich dann auch sich per E-Mail über die einzelnen Seiten sich auch an uns wenden und dann können wir ihm weiterhelfen. Aber die Voraussetzung, dass wir ihm halt richtig was machen können nach internationalem Recht, ist, dass man eben die Bundesrepublik Verwaltung verlassen hat. Das ist also das Entscheidende. Erklär das mal, wie das dann funktioniert. Ja, man muss eine Proklamation abgeben gegenüber den 5 Alliierten. 5 deshalb, wie gesagt, vorhin schon erklärt, China und Frankreich. China Besatzungsmacht eigentlich, Frankreich in Europa geerbt. Deshalb gegenüber den 5, die ihr Vetorecht in der UNO pflegen, plus der Treuhandverwaltungsgeschäftsführerin Frau Merkel im Innenbereich, derzeit kommissarisch, weil ja der Herr Gauck noch nicht im Amt ist und der Herr Wulff sein Amt verlassen hat, ist ja momentan der Bundesratspräsident der Amtierende, also Horst Seehofer, der Interimsakteur, gegenüber dem muss man es momentan erklären, später dann gegenüber dem zukünftigen Bundespräsidenten. Und das sollte man dann auch noch nach USA schicken, zu Herrn Ban Ki-moon, um das zu hinterlegen. Also UN. UN, ja. Dass eben man sich unter UN-Recht gestellt hat. Und im Mittel- und Unterbau, im Schlecht- oder Nicht-Geschulden, sollte man das natürlich dem Polizeipräsidenten, dem Amtsgerichtspräsidenten, dem Präsidenten der sogenannten erklärten Finanzverwaltung und dem Bürgermeister/Landrat oder dem Oberbürgermeister, also in Großstädten dem Oberbürgermeister, sonst Landrat und Bürgermeister, entsprechend
auch erklären. Also man schickt dort von seinem Besatzungsbereich, also ich bin zum Beispiel ursprünglich kommend aus der amerikanischen Besatzungszone, wohne jetzt in der russischen Besatzungszone, deshalb habe ich eben das weitergeschickt, was ich eben gegenüber den Russen erklärt habe, an den gesamten Mittel- und Unterbau mit. Und dann muss man noch mit erklären, eine Personenstandserklärung, dass ich nämlich die Kriegsbeute, die wir geworden sind am 23. Mai 1945, auch wo ich noch nicht geboren war, du wahrscheinlich auch noch nicht. Richtig. Und da haben wir das Problem, dass wir diese Kriegsbeute trotzdem wurden. Und von der müssen wir uns lösen, weil die haben uns einfach zur Kriegsbeute erklärt, nach unserem eigenen Gesetz. Ne? Heißt ja, aber dran, wie kann man sich da und jetzt, rausziehen? Genau, also die haben uns erklärt nach § 90 BGB in Fremdbestimmung übernommene Geschäftsführung § 687 Bürgerliches Gesetzbuch. Und wir müssen uns jetzt wieder freimachen nach § 1 BGB, wir erklären uns wieder zum freien Menschen und wir übernehmen nach 677 BGB, Bürgerlichen Gesetzbuch, die souveräne Geschäftsführung über unsere eigene Person zurück. Und man muss noch eins wissen, man hat nach dem § 12 des staatlichen Bürgerlichen Gesetzbuches in der derzeit aktuell gültigen Fassung das Recht auch an seinem Namen, das hat man bei der Bundesrepublik im Gesetz ein bisschen verfälscht im BGB. Und dort steht im § 12 des staatlichen BGB eben drin, dass ich dieses Namensrecht habe. Und ich kann jeden, der mein Namensrecht jetzt verletzt oder mir meinen künstlichen Namen, den uns die übergestülpt haben, um uns besser verwalten zu können, die sogenannte juristische Person, ja, die kann ich mitnehmen und über die habe ich die Namens- und Markenrechte. Aha, also der großgeschriebene Name. Der großgeschriebene Name in dem Personalausweis. Mhm. Ja, und dieses Namensrecht, da kann ich natürlich mir auch überlegen, ob ich dann halt die ein oder anderen dann auf Schadenersatz verklage, falls ich in Den Haag dann ein entsprechendes Aktenzeichen kriege. Was passiert jetzt, wenn ich diese ganzen Leute angeschrieben habe, Bürgermeister, Polizei dann und Finanzamt? Wird eine völkerrechtliche Frist von 21 Tagen ausgelöst und der Oberbau, also die fünf Alliierten, Frau Merkel und Herr Wulff, früher und jetzt dann Herr Gauck und zwischendrin jetzt Herr Seehofer, die werden sich gar nicht melden, weil die Bescheid wissen. Es kann Ihnen nur passieren, dass im Mittelbau der ein oder andere irgendwas schickt. Ja, wir haben also Fälle gehabt, wo plötzlich im Saarland ein Amtsgericht ein Betreuungsverfahren ausgelöst hat. Also der Gerichtspräsident hat ein Betreuungsverfahren gegen die Person ausgelöst. Das geht juristisch nach deutschem Recht schon gar nicht. Aber er hat es halt getan, weil ja nichts mehr gilt seit 2007. Und dann wird eben dann ein künstlicher Betreuer versucht, dort auszustellen. Und dann versucht man halt die Leute mehr oder weniger einzuschüchtern. Was das ist natürlich heikel, ja. Aber so, da wird einem auch geholfen. Da kann man dann an der Stelle dann schon helfen. Ja, wir haben also andere Fälle. In München haben wir einen Fall gehabt bei der Frau Christina Segger. Da hat der Polizeipräsident Kampfhubschrauber angedroht. Da haben wir dann auch Stellung bezogen. Den Brief haben wir auch auf der Seite frühwald.selbstverwaltung-deutschland.de veröffentlicht. Kann jeder nachlesen. Er hat dann auch noch einiges anderes damit reingeschrieben. Sie braucht eine eigene Hymne und sie muss sich überlegen, was sie dann so alles macht. Ja, schöner Brief. Ja. Und dann haben wir ihn aufgeklärt und haben ihm halt geschrieben, dass eben sie keine neue Hymne namensrechtlich braucht, weil Hoffmann von Fallersleben hat das Ganze im Jahre 1841 geschrieben, die Nationalhymne der Deutschen. Und 1796 hat es ein Österreicher komponiert, Josef Haydn. Und die 40 Jahre Frist der GEMA-Gebühren, die der da angeprangert hat, die sind längst abgelaufen. Also ist allgemein gut. Viel dummes Zeug gemacht. Aber inzwischen scheinen viele BRD-Behörden eben das zu wissen. Zum Beispiel wehren sich ja viele gegen Blitzer, Bescheide und so weiter wegen OWIG, Ordnungswidrigkeitengesetz, was nicht mehr den Geltungsbereich hat. Jetzt habe ich gehört, dass dann teilweise die Behörden dann sagen, okay, dann geben wir das an die Führerscheinstelle und die sollen mal prüfen, ob sie noch charakterlich geeignet sind zum Führen eines Fahrzeugs, weil sie ja die Rechtsordnung in der Bundesrepublik nicht anerkennen. Ist natürlich eine Unverschämtheit, wenn man sich an geltendes Recht hält und das geltend macht. Aber so scheinen die das also, teilweise also zu machen. Nach dem Pakt für bürgerliche und politische Rechte, den die Bundesrepublik unterschrieben hat und unterschrieben dürfte, haben wir, ist veröffentlicht 1973 im Bundesgesetzblatt Römisch 2, und dort ist ganz klar auch festgehalten, dass ich ein souveräner Mensch bin und wenn ich eine Anwartschaft erworben habe auf einen Führerschein, dass ich befähigt bin, ein Fahrzeug zu führen, das kann ich in Großbritannien gemacht haben, das kann ich auf den Molukkeninseln gemacht haben oder ich mache es hier in Deutschland, dann habe ich dieses Dokument erworben und ein Nichtstaat,
kann mir dieses Dokument gar nicht entziehen, weil er gar nicht geeignet ist, das entziehen zu dürfen, weil nämlich höherrangiges Recht sagt, dass ich ein freier Mensch bin. Ja, und ich habe ja auch bewiesen, dass ich fahren kann. Also ich bin ja jetzt, dadurch, dass mir der Schein weggenommen wird, ja nicht auf einmal dann höheres Risiko im Straßenverkehr. Ich kann ja das Fahrzeug führen. So ist es. Warum sollte man mir das dann wegnehmen? Also es ist illegal, auch dieses Wegnehmen. Ist eine Plünderung nach Artikel 47 Haager Landkriegsordnung. Und wie man das Ganze dann bewertet, da muss man halt dann eben wissen, wie man es einklagt. Wir haben also auch noch ein US-Gesetz gefunden, den Dort Aliens Claim Act aus dem Jahre 1789. Und das ist ein Gesetz, ein staatliches Gesetz der USA. Da kann jeder weltweit, wo gegen Völkerrecht und Menschenrecht verstoßen worden ist, auch wenn er kein US-Bürger ist, vor amerikanischen Gerichten klagen, wenn er den Nachweis führt, dass gegen Völkerrecht verstoßen worden ist. Und wir haben allen bundesrepublikanischen Akteuren jetzt auch angekündigt, dass jeder, der irgendwo wilde Geschichten macht, mit 350 Euro belangt wird für die Zurückweisung. Und das Ganze in einer Sammelklage nach dem Dorton Claims Act entsprechend eingeklagt wird. Und es gibt die Möglichkeit, über ein US-Gesetz mit den Rechtsanwälten in Amerika, das ist deswegen anders organisiert wie in Deutschland, kann ich auch Verträge schließen, dass die unternehmerisches Risiko tragen. Und dann macht man eben halbe-halbe und dann klagt man den Betrag entsprechend ein. Und da kann es ja mal um richtig viel Geld gehen. Wir wissen das ja aus Amerika, dass man da für einen verbrühten Kaffee dann mal eine Million Schadenersatz oder was kriegen richtig. kann. Und deshalb sollten sich natürlich die Akteure, die hier derartig über die Stränge schlagen, Völkerrecht mit Füßen treten. Es gibt ja sogar welche, die haben den Strafgerichtshof belächelt. Da sind die natürlich in Den Haag auch ein bisschen angesäuert. Wir haben da also ganz gute Kontakte zum Strafgerichtshof mittlerweile und die dortigen Personen, die da arbeiten, sind da natürlich auch stinkig, wenn man ihre nach Völkerrecht souverän aufgebaute Struktur ins Lächerliche zieht. Ja. Und da wird natürlich sicherlich auch der ein oder andere, der das getan hat, noch mit Folgen zu rechnen haben, wenn es aufgearbeitet wird. Sehr spannend. Aber man muss ja juristisch ein bisschen fit sein. Du hast natürlich die ganzen Paragraphen sozusagen im Kopf. Da braucht man ja einen großen Kopf für. Das haben wahrscheinlich viele nicht, wenn sie dann argumentieren können. Aber man kann sich das eben anlesen. Was ist jetzt mit Ausweisen? Was nützt es mir, wenn ich jetzt zum Beispiel fliegen will und ich habe jetzt den Personalausweis abgegeben? Soll ich noch den Reisepass der BRD, der Bundesrepublik nehmen ist? Es gibt mehrere Wege, dass man was macht. Also ich kann mit jedem Ausweis, der von einer der Verwaltungseinheiten hier in Deutschland ausgestellt ist, reisen. Ja. Hauptsache ist der Pleitegeier ist drauf. So, also wobei die Bundesrepublik die Schulden hat in ihrer Firma, also Deutschland selber hat keine Schulden. Das muss man an der Stelle auch ganz klar betonen. Also der sogenannte Steuerzahler wird ja organisiert über die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH und der dortige Staat hat diese dortige Staatssimulation in Form einer Firma hat die Schulden, nicht der deutsche Staat. So, reisen kann ich mit jedem Ausweispapier, das von der Verwaltung ausgestellt ist. Verwaltung heißt jetzt nach Haager Landkriegsordnung 48 Bundesrepublik. Das kann auch jede der Reichsregierungen, die von den Alliierten legitimiert sind, weil das sind ja auch Verwaltungseinheiten. Gibt es denn jetzt Legitimierte? Oder? Das weiß ich nicht. Herr Ebel hat gesagt, er hat eine Legitimation. Ja. Ich habe sie nie gesehen. Er stellt ja auch Ausweise aus. Er stellt Ausweise aus, aber auch, mit dem Ausweis kann man wohl auch reisen. Also es gibt Leute, die durch die ganze Welt gereist sind mit derartigen Ausweisen. Wir haben jetzt gerade einen gehabt, der hat sich selber einen Interimsausweis ausgestellt mit Pleitegeier drauf. Und der wurde in Spanien, in Portugal, wo er rumgereist ist, auf Madeira und wo er überall war, ohne mit der Wimper zu zucken, ganz normal anerkannt, auch von den Fluggesellschaften als ordentliches Ausweisdokument. Aber die größten Probleme gibt es dann wahrscheinlich beim Deutschen. Wenn man wieder einreist. Ich hatte letztens einen Alarmruf, wo einer in Bremen aus dem Verkehr gezogen wurde, der mit dem Ausweis in der Tasche wieder einreisen wollte. Und da hat der sogenannte Zoll, also der Treuhandverwaltungszoll, hat dort Schwierigkeiten gemacht, was natürlich Humbug ist, weil natürlich Deutschland im Moment besetzt ist und jeder, der entweder in den Besatzungseinheiten organisiert ist oder der unter UN-Recht organisiert ist, das Recht hat, eigene Ausweise auszustellen. Also die Arbeitsgemeinschaft arbeitet im Moment wir sind gerade dabei, mit dem Wiener Abkommen das abgeglichen zu bekommen und wir werden ab April, Mai, Juni diesen Jahres eigene Ausweispapiere ausstellen, mit denen man natürlich dann auch reisen kann.
Ist das jetzt, habe ich das richtig verstanden, dass man sich im Grunde dann der UN schon unterwirft auch, oder? Der UN unterwirft man sich generell, weil ich muss ja von irgendwas ausgehen. Wenn ich nicht vom Völkerrecht ausgehe, es gibt auch Gruppierungen, die das tun, die sich in die Freiheit erklärt haben, die dann aber anders arbeiten, also nach universellem Völkerrecht, gibt den Runden Tisch Berlin, nach universellem Völkerrecht arbeiten, oder es gibt die Germaniten, es gibt dann andere Gruppierungen Neudeutschland wie und Neudeutschland, Peter Fitzek, die haben innerhalb der Bundesrepublik Abgrenzungen über Oberlandesgerichtsurteile sich erwirkt, also innerhalb der Staatssimulation eine Abgrenzung erreicht. Es gibt auch andere Gruppierungen wie Peter Christoph, die haben nach alten germanischen Ting-Rechtsstrukturen sich organisiert. Wir sind halt der Meinung gewesen, es ist am effektivsten mit Völkerrecht, das bereits mit den Deutschen ab den 20er Jahren entwickelt worden ist und vorher bereits mit der Haager Landkriegsordnung 1907, mit der Genfer Konvention 1915 weiterentwickelt wird, weil die Länder, die da Verträge geschlossen haben, wenn ich dort andocke, docke ich an diese Vertragsstrukturen bereits an und kann das weiterentwickeln Das sind helfen. ja eigentlich die meisten Länder der Erde, sind ja in der UN. 193 Länder sind organisiert in der UN. Die Aber im Grunde. Palästinenser haben sich im Übrigen bedankt für unsere gute Vorarbeit. Aha. Bei der Ausrufung ihres Staates Palästina in der UNO haben sie unsere Vorarbeiten mitgenutzt. Und die UNO Wien, der dortige Vertreter der Palästinenser, hat uns ein Dankeschreiben geschickt. Tatsächlich. Haben wir auch veröffentlicht. Aber gut, viele Leute sehen ja, dass die UN im Grunde in der Feindschaft gegenüber dem Deutschen Reich sozusagen Muss erst man überhaupt gegründet wurde. Kurz erklären. Es gab den Völkerbund. Aus dem Völkerbund ist Deutschland ausgeschieden durch eine Volksabstimmung in den 30er Jahren mit 95,1%. Die hat man uns in der Schule vorsichtshalber vorenthalten. 1946 hat man den Völkerbund auf Halde gelegt, weil Deutschland und Japan ja nicht mehr dabei waren im Völkerbund, beziehungsweise als besiegt galten. Man hat dann Völkerrecht weiterentwickelt auf der Basis des Völkerbundes und hat also, die Alliierten haben sich ein Vetorecht eingetragen damals und hat eben eine Zwischenkonstruktion gemacht. Und diese Zwischenkonstruktion lebt so lange, wie mit Deutschland und Japan ein Friedensvertrag geschlossen ist. Dann muss das Völkerrecht neu geordnet werden. Die Japaner haben jetzt gerade einen Vorstoß gemacht im August letzten Jahres. Es geht da um die Kurileninseln, die da besetzt sind. Und das Ganze ist in Stocken geraten, weil wer auch immer, es haben ein paar Studenten eine der Kurileninseln besetzt, haben die russische Flagge dort eingezogen und haben die japanische gehisst, was zu einem Eklat geführt hat. Und seitdem ist dort wieder ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen. Aber ich denke mal, der Friedensvertrag ist für Japan wichtig und der Friedensvertrag ist für Deutschland wichtig und der Friedensvertrag ist auch für die Völkergemeinschaft wichtig, damit eben das Völkerrecht wieder auf ein Fundament gestellt wird, wo nicht einer sagen kann, ich habe hier ein Veto, sondern wo man wirklich auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeitet. Die Feindstaatenklausel, die du angesprochen hast, ist im Jahr 1994 suspendiert worden. Das heißt also, sie wird nicht mehr angewandt. Aber freundschaftlicherweise haben sich die Japaner und die Bundesrepublik, die zurzeit für Deutschland drin sitzt, gemeinsam darauf geeinigt und zahlen 30% der UN-Kosten von 193 Ja, Staaten. super. Ja? Okay. Gut. Und deshalb sind wir also momentan da zwar dabei, aber wir sind nicht vollwertig dabei. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Die Bundesrepublik ist als Nichtregierungsorganisation und mit Beobachterstatus in der UNO dabei. Heißt ja auch in der Botschaft, wenn man dorthin fährt, nicht Botschaft in den Vereinten Nationen, sondern Botschaft bei den Vereinten Nationen. Ja, da Interessant, muss ja. man natürlich auch, ja, jeder hat eine Botschaft, die quasi an die UNO gekoppelt ist, die Bundesrepublik nicht. Ja, interessant. Naja, es gibt, ich habe das angesprochen mit der UN, weil man sich natürlich da irgendwie andockt und es gibt Leute, die sagen, warum müssen wir uns überhaupt irgendwelchen Rechten unterwerfen, die andere irgendwann mal eingerichtet haben. Aber natürlich ist die Frage, wenn man sagt, ich berufe mich nur auf das Recht, dass ich Mensch bin, ist auch schön und gut, finde ich auch gut, aber ob man da über Willkür geschützt ist, ist man natürlich eh nicht. Ist mir eh nicht willkürlich. Aber wenn man sich eben auf ein paar Gesetze berufen kann, wo man sagen kann, die sind international weitgehend anerkannt Genau. und da steht das und das, Richtig. da steht mir das Recht zu, ist natürlich auch nicht schlecht. Also man kann es natürlich auch anders machen, wenn man sagt, Also, das muss jeder selber entscheiden. Also, ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand unter universellem Völkerrecht arbeitet. Aber die Problematik ist eben, er muss mit jedem erst einen Vertrag schließen. Also, er muss jetzt quasi wenn er mit Honduras Verhandlungen führt, muss er Ja. vorher mit
Honduras einen Vertrag machen. Wenn er mit einer anderen Selbstverwaltung auf deutschem Boden Verhandlungen führt, muss er erst einen zweiseitigen, einen bilateralen Vertrag, nennt man das in der Politik, abschließen miteinander. Und so muss es sich fortentwickeln. Und da haben wir halt gesagt, es ist einfacher. Ja, ich selber habe vorher 30 Jahre Aktivpolitik gemacht und ich habe 12 Jahre hauptberuflich Gewerkschaftsarbeit gemacht und Streiks organisiert im Bundesgebiet. Da habe ich natürlich gesagt, ich arbeite mit bestehenden Rechtsnormen, die durch das Völkerrecht entwickelt sind über Jahrhunderte Arbeit. Ja. Seit 1814 geht das Ganze, seit dem Wiener Kongress, bis wir bis heute angelangt sind bei der UNO. Ja, mit diesen völkerrechtlichen Strukturen arbeite ich lieber und entwickle die weiter, als wie ich erfinde das Rad neu. Ja, ist klar. Nun kann man sich ja, es gibt ja diese verschiedenen Gruppen, die wir auch schon angesprochen haben. Was hältst du von Verfassung jetzt und Neudeutschland und so weiter? Ist da die Bereitschaft zusammen zu arbeiten? Weil im Grunde wollen ja alle, irgendwie suchen ja alle Wege, wie sie aus diesem Verwaltungskonstrukt sozusagen, das ja nicht mehr, keine Rechtsordnung mehr hat, herauskommen, wie sie sich rechtlich irgendwie absichern können. Ist da geplant, zusammenzuarbeiten, oder gibt es eben auch viele, wo man sagt, mit denen kann man gar nicht zusammenarbeiten? Also es ist ganz klar, dass alle, die in der Vorwärtsbewegung mit hilfreich dabei sind, mit denen eine Zusammenarbeit dienlich ist, genauso wie ich es für sinnvoll halte, dass alle Rundfunk- und Fernsehsender, die aktiv und interaktiv unterwegs sind und alternativ zu den Mainstream-Medien wirkliche Aufklärungsarbeit leisten, sich miteinander zusammenfinden sollten. Das ist auch unser Wunsch, ja. Wir kriegen das nur in die Vorwärtsbewegung, wenn alle Kräfte da miteinander Hand in Hand arbeiten. Deshalb habe ich auch mich mit dem Peter Fitzek, der Neudeutschland macht, vor ein paar Tagen mich getroffen. Und wir werden das am Samstag uns bei ihm mal anschauen. Da hat er so einen Tag der offenen Tür und da wollen wir uns weiter diskutieren. Wir werden auch das sicherlich weiter entwickeln, die Zusammenarbeit. Inwieweit das Ganze dann mündet in der Zielrichtung, kann ich im Moment noch nicht abschätzen, aber ich sage mal, alle Gruppierungen, die in der Vorwärtsbewegung die Wahrheit mit Aufklären helfen und unseren Rechtsstaat wiederherstellen lassen, nach völkerrechtlichen Normen und fortentwickeln mit, sind herzlich eingeladen, mitzuwirken und mitzuarbeiten. Und umgekehrt beteiligen wir uns gerne bei allen, die auch mit in der Vorwärtsbewegung arbeiten. Nur so können wir was gemeinsam erreichen. Im Übrigen auch alle Polizeibeamten, die mittlerweile erkannt haben, oder alle Verfassungsschützer, die erkannt haben, was hier wirklich Sache ist, die sind herzlich eingeladen, mitzuwirken an dem Ganzen. Denn die sind auch herzlich bei Bewusst TV zu sprechen. Ja. Die sind genauso in der Problematik mit drin, dass sie missbraucht werden. Ja. Also es gibt Polizeibeamte, die eben halt als letztes Rad im Wagen missbraucht werden für eine Rechtsnorm, die nicht vorhanden ist und nach Völkerrecht klar als verwerflich und als völkerrechtswidrig eingestuft ist. Und wenn man sich dieser Matrix dann unterwirft, auch wenn man davon bezahlt wird, aber man hat selber ja auch Haus und Hof. Ja. Und da sollte man schon mit drüber nachdenken, das auch mitzuentwickeln. Die sind ja auch in der Verantwortung mit ihrem gesamten Vermögen. Natürlich. Und es kommt aber hinzu, ihnen ist ja genauso mitgedient, wenn sich das Ganze in eine rechtsstaatliche Norm wieder entwickelt, dass wir unseren Staat, der vorhanden ist, wiederbeleben. Ja. Es sind ja auch sogar versteckt die Besatzungsmächte dafür, dass hier wiederum Ruhe und Ordnung und Rechtsstaatlichkeit einkehrt. Woran erkennt man das? Das erkennt man daran, dass zum Beispiel die russische Besatzungsmacht mehrfach schon versucht hat, uns die Sache mit dem Friedensvertrag schmackhaft zu machen. Mhm. Das erste Mal Josef Stalin am 12. März 1951 in der sogenannten 52 in der sogenannten Stalin-Note. Mhm. Und danach immer wieder versteckt wurden die Vorstöße gemacht. Man hat ja auch 1990 den Friedensvertrag machen wollen. Darum hat man ja den polnischen Außenminister mitgenommen, den Herrn Subiszewski, nach Paris zur Pariser Konferenz und zur Folgekonferenz nach Moskau, wo man dann die ganzen Verträge unterschrieben hat, die dann hinterher durch die Parlamente der alliierten Staaten ratifiziert wurden. Die einzigen, die widersprochen haben, 1990 waren die Polen. Die Polen haben ganz klar gesagt, ja, dann kommen die Deutschen in 30 Jahren oder 40 Jahren und wollen jetzt im Rahmen des Friedensvertrages ihre Gebiete zurückhaben. Ja. Die ja nur nach Artikel 55 der Hager Landkriegsordnung verwaltet werden. Ja. Wie ein Mieter durch die Polen im Moment. Ja. Und man muss natürlich darüber reden, bleiben die bei Polen, kommen die zurück? Bei einem Friedensvertrag muss natürlich auch gesprochen werden über die 33.000 Patente, die die Amerikaner versehentlich mitgenommen haben oder absichtlich mitgenommen haben, als sie das Deutsche Reich besetzt haben. Die nutzen seitdem amerikanische Firmen und nicht schlecht. Ja.
finanziell. Das darüber kann man muss wahrscheinlich man, darüber muss Geld man reden. Gar nicht mehr aus. Man muss darüber reden natürlich ganz klar, wie es auch der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Soldaten in seiner Oberstleutnant AD in seiner klaren Schrift wiedergegeben hat bei seinem Verband. Ja. Der hat ganz klar auch gesagt, man muss darüber reden, über alles, was eben damals gemacht und demontiert und bewegt worden ist, seit 1945 bis heute, weil das alles im Moment natürlich in der Schwebe steht. Mhm. Alles ist rechtlich nur verwaltet worden und alle Immobilien, alle Eheverträge, alle Ehescheidungen sind alle nur vorübergehende Strukturen, und da muss man beim Friedensvertrag natürlich eine Klausel irgendwo mit einbauen, wo man das Ganze rechtlich rückwirkend heilt, weil sonst habe ich hier Chaos. Ja, ja. Weil das muss ja irgendwo auch in eine Form gegossen werden, wo man sagt, ich muss ein bisschen Rechtsklarheit haben, wenn heute einer ein Haus gekauft hat, ja, von irgendeinem anderen. Das ist ja Willkür, und es kann ja sein, dass da noch Enteignungssachen kommen, weil die BRD natürlich so hoch verschuldet ist, dass sie versucht, an die Gelder noch ranzukommen. Die versucht, an die Gelder ranzukommen, aber die Bundesrepublik, nochmal, die Bundesrepublik ist eine Treuhandverwaltung und hat kein Staatsgebiet. Das muss man wissen. Ja, ja. Und jeder, aber der sich dort organisiert, organisiert sich ohne Gebiet. Er bringt praktisch sein Haus und Hof mit in die Bundesrepublik zur Verwaltung ein. Ja. Aber es wird ja gerne in unsere Taschen gegriffen. Also wir sollten es einfach wissen, dass wir uns dagegen wehren können, dass das eben nicht rechtens ist. Du hast ja auch sehr viele Paragraphen genannt. Also ich glaube, diese Sendung müsste man mal transkribieren, um alles, was du an wirklich Fakten auch genannt hast, das, was einem ja dann wirklich nutzen kann im Ernstfall und den Leuten dann vorlegen kann. Sollten die Leute auch machen. Wir werden auch in den nächsten Tagen wieder neue Seminare ausschreiben, die wir dann auf den schon genannten Seiten veröffentlichen. Wir geben die euch auch mit rüber, und wir sollten uns auf jeden Fall aufklärerisch alle beteiligen. Ja. Wir müssen vor allem schauen, dass wir 80 Millionen Bundesbürger, die eigentlich alle Deutsche sind, nach dem Reichsabstammungsgesetz von 1913, und dass wir die alle entsprechend aufklären und der Wahrheit näher führen, denn nur so können wir es erreichen, dass unser Rechtsstaat möglichst schnell wieder handlungsfähig wird und wir wieder vor allem auch vor einem wirklichen staatlichen Gericht Recht bekommen können. Wie siehst du denn im Moment, also so als Ausblick nochmal, wir sind schon ziemlich spät, aber wie sind deine Aussichten? Bist du optimistisch? Ich meine, wenn ich mich so umgucke, sind heute so viele Leute mit dieser Thematik unterwegs, da hätte man vor ein paar Jahren, hätte man die noch suchen müssen. Im Moment ist das Internet voll davon. Bist du optimistisch, dass das in relativ kurzer Zeit doch kippen kann, das System? Ich denke, dass es in relativ kurzer Zeit kippen kann. Es kann zum einen was passieren, natürlich auch innerhalb der ganzen Systemstrukturen mit Europa. Ja, sollte heute der Euro kaputt gehen, geht es den Leuten an den Geldbeutel und finanziell an den Kragen. Und was dann so los ist, das sehen wir gerade in Griechenland. Und wir sehen es in Portugal, wir sehen es in Belgien, wo überall Demonstrationen laufen, wo natürlich hier in den Medien nicht berichtet wird oder nur sehr spärlich berichtet wird, weil man natürlich das eigene Volk hier nicht unbedingt bewegen will in diese Richtung. Ich sage an der Stelle ganz klar, Ausblick ist im Moment positiv. Wir werden im Moment sehr stark angegriffen, Cyberkrieg, wir werden attackiert, wir werden versucht, in linke Ecken, in rechte Ecken, in sonstige Ecken geschoben zu werden. Kennen wir auch. Und ich sage nochmal an der Stelle, wer den Ball spielt, wird angegriffen, symbolisch gesprochen. Und ich denke mal, wir sind ballspielmäßig ganz gut unterwegs. Na, wenn viele den Ball auch mal annehmen und sagen, ich bin frei, dann lässt sich das, glaube ich, nicht mehr aufhalten. Und ich glaube, in dieser Situation sind wir. Es ist etwas angetreten worden, der Ball ist angetreten und er ist jetzt im Feld und er lässt sich nicht mehr so einfach jetzt wegnehmen. Das heißt, dir danke ich auch für deine unermüdliche Tätigkeit da, und diese Sendung war, glaube ich, voll gespickt mit wertvollen Begriffen, mit Paragraphen, mit Gesetzen, die man nutzen kann, und wie gesagt, auf deinen vielen Seiten kann man eben auch sich das schriftlich runterziehen. Und je mehr Leute da Sand ins Getriebe der Verwaltung streuen, desto schneller geht es vielleicht zu Ende. Aber es ist natürlich immer damit zu rechnen, dass es nicht ganz ohne Probleme abgibt. Das heißt, man sollte dann auch eine gefestigte Persönlichkeit sein, wenn man sich mit dem System anlegt. Aber man muss auch eben nicht immer sich die Rechte oder die Butter vom Brot nehmen lassen, denke ich. Genau, so ist es. Also Peter Frühball, ich danke dir, dass du hier warst. Gerne. Vielen Dank. Ja.